Wenn du plötzlich diese Haare entfernst, dann wirst du sehen, dass sich die Energien in diese Richtung bewegen werden. Wenn du die zwei Chakren aktivierst, die überhalb des physischen Körpers sind, dann ist das eine phänomenale Möglichkeit. Es macht deinen physischen Körper auch ein bisschen fragil. Auf manchen spirituellen Wegen rasieren sich die Mönche den Kopf, aber auf anderen lassen sie sich die Haare lang wachsen. Was hat es damit auf sich? Nun, wir haben schon vielmals darüber gesprochen, aber wie auch immer. Wenn du diesen Baum heute zuschneidest, wird der Baum seine Energie auf die Stelle fokussieren, die zurückgeschnitten wurde, und du wirst sehen, angenommen, du schneidest diesen Teil des Baumes zurück und schneidest den anderen nicht, dann wirst du in diesem Teil des Baumes sehen, die Anzahl an Blättern, die an den nächsten 15 Tagen oder einem Monat nachkommen, ist viel, viel größer als im anderen Teil des Baums. Ist dir das aufgefallen? Ja oder nein? Denn jetzt, da diese Stelle zurückgeschnitten ist, lenkt der Baum seine Energie in diese Richtung. Die anderen wird er vernachlässigen und sich hierauf richten, da hier das Blatt zurückkommen muss. Das Gleiche passiert in deinem Körper. Wenn du plötzlich diese Haare entfernst, dann wirst du sehen, dass sich die Energien in diese Richtung bewegen werden. Daher wollen Leute, die eine bestimmte Art von Sadhana machen, dass das passiert. Leute rasieren sich nicht einfach den Kopf, wann immer ihnen danach ist. In der dunkelsten Nacht im Monat, die man als Shivaratri bezeichnet, der 14. Tag der Mondphasen, einen Tag vor Amavasya. An diesem Tag rasieren sie sich, weil an diesem Tag, am Amavasya-Tag und am nächsten Tag ganz natürlich ein Anstieg an Energie im menschlichen System stattfindet. Wir möchten das ein bisschen forcieren. Daher wird es an diesem Tag entfernt, weil Sadhana damit verbunden ist. Wenn es kein Sadhana gibt, wird es keinen großen Unterschied machen. Einige von euch kennen das vielleicht, besonders die Damen, die sich in ihrem Leben noch nie den Kopf rasiert haben. Wenn sie plötzlich eines Tages loslegen und sich ihre Haare rasieren, werden sie mental unausgeglichen. Aufgrund übermäßiger Energie in diese Richtung, die sie nicht handhaben können. Wenn bereits ein kleines Ungleichgewicht da ist, wird es sich noch verstärken. Denn es gibt eine überschüssige Energiebewegung in diese Richtung. Aber wenn es richtig kalibriert ist und das notwendige Sadhana da ist, um es zu unterstützen, funktioniert es zu deinem Vorteil. Also ein spirituell Suchender, ein Sadhaka, der nicht nur nach seinem spirituellen Wohlbefinden sucht, der danach strebt, wie er ein Instrument einer größeren Möglichkeit wird, solch eine Person will jede noch so kleine Unterstützung nutzen, die in der Natur verfügbar ist. Das Rasieren des Kopfes ist also ein Teil davon. Falls kein solches Sadhana vorhanden ist, wenn diese Art von Sadhana nicht da ist, hat das Abscheren der Haare an sich keine Bedeutung. Und falls jemand ein Stadium erreicht, bei dem seine Energien wirklich aus seinem Kopf heraussprühen, wenn du die zwei Chakren aktivierst, die überhalb des physischen Körpers sind, wenn jene Chakren in jemanden aktiv werden, dann werden wir nichts abrasieren. Vielmehr möchten wir es wachsen lassen und zusammenbinden, knapp über diesen, damit es geschützt und genährt wird. Falls du nicht genügend Haare hast, werden wir ein Tuch verwenden. Denkt ihr, ich bin bandagiert oder sowas? Ja, an meinem Bein aber. Also, falls nicht genügend Haare vorhanden sind, dann musst du was anderes verwenden. Aber du wirst das brauchen, andernfalls wird da... Sobald die beiden Chakren überhalb des physischen Körpers an sind,
ist es eine phänomenale Möglichkeit, aber es macht deinen physischen Körper auch ein bisschen fragil. Er neigt dazu, mehr zu verbrauchen, als er sollte. Und das ist der Grund, warum viele Yogis sterben, bevor sie 35 sind. Denn sobald sie eine gewisse Energiestufe erreicht haben, falls sie nicht all die verschiedenen Aspekte des Körpers kennen, wenn sie die Mechanismen nicht verstehen, wie das menschliche System funktioniert, wenn du all die Tricks des Schöpfers nicht verstehst, auf wie viele verschiedene Arten er dies so komplex und ausgeklügelt geschaffen hat. Denn der hohe Entwicklungsstand ist nicht nur, um es kompliziert zu machen. Ein hoher Entwicklungsstand bedeutet, es gibt mehr Möglichkeiten als bei einer einfachen Maschine. Dies ist eine höchst ausgeklügelte Maschine. Deswegen, sobald die Energien ganz oben sind, muss er geschützt werden. Wenn du dickes, langes Haar hast, könnte man sich das zunutze machen. Es ist ein natürliches Kleidungsstück. Wenn du das nicht hast, oder du Angst hast, du könntest deine Haare verlieren, dann machst du Dreadlocks daraus. Kennst du das? Kennst du Dreadlocks? Du hast Sadhu-Sanyasis gesehen, es ist machbar. Ich werde euch nicht sagen, wie, denn sonst fangt ihr an, mit Dreadlocks herumzulaufen, und das wäre nicht gut. Es gibt einen Weg, deine Haare in Dreadlocks zu bekommen. Also machst du das, oder falls du nicht so viel Haar hast, dann benutzt du etwas anderes. Hair, then you use something else. Ein Kleidungsstück oder ein Tuch kommt da sehr gelegen. Die Natur des Körpers ist so: die Menge an Energie, die ein Neuron im Körper, im Gehirn verbraucht, ist um viele, viele, viele Male höher als die, was eine Zelle im Körper verbraucht. Also, in Bezug auf die physische Struktur, wie der Energieverbrauch verteilt wird, du kannst das selbst beobachten. Wenn sich jemand Sorgen um etwas macht, wird er Gewicht verlieren. Die beste Art, Gewicht zu verlieren, ist, sich um etwas Sorgen zu machen. Ihr wisst das, oder nicht? Ja oder nein? Denn mehr Aktivität bedeutet, mehr stressige Aktivität im Gehirn bedeutet, es wird viel Energie verbraucht, und das senkt das Körpergewicht. Der Grund, warum Hatha Yoga so wichtig ist, wie es ist, besteht also einfach darin, in der Lage sein zu können, den Körper in einer Weise handzuhaben, dass deine Energien gut in deiner Körperlichkeit verwurzelt sind, bevor du dich an höhere Möglichkeiten wagst. Wenn man nicht gut in seiner Körperlichkeit verwurzelt ist, dann werden einen höhere Möglichkeiten aus der Körperlichkeit herausnehmen. Jemanden aus der Körperlichkeit herausnehmen bedeutet, man könnte körperlich weniger fähig werden, oder dass er möglicherweise ganz weggeht. Einige der buddhistischen Schriften sagen, dass Gautama vor seiner Erleuchtung wie ein Mann ging. Nach seiner Erleuchtung ging er wie eine Frau. Was sie versuchen zu sagen ist, der Körper wurde weniger. In physisch gesehen, ist ein männlicher Körper definitiv ein bisschen mehr als ein weiblicher Körper. Er wurde also ein bisschen weniger. Daher wurde er verlor seine männlichen Fähigkeiten, weil sich seine Energie in eine andere Dimension verschob. Das versuchen sie damit zu sagen.